Hallöchen, hier sind wir im Tunnel, wo wir Sarah hinterherlaufen. Aber gerade das persönliche Manifest von Nela gehört haben. Jetzt unterwegs sind zum Lagerhaus von Mr. Rondon. So. Ich hatte diese andere Welt vergessen, bis vor kurzer Zeit. Ist es das, worum es hier geht? Parallele Welten? So etwa. Da geht etwas vor in dieser und in der anderen Welt. Und es bedroht den Traum. Den Traum? Er hält die Realität real? Ohne den Traum hören die Dinge auf zu existieren. Er ist wie eine Blaupause für alles. Klingt genauso sinnvoll wie sonst irgendwas, schätze ich. Und du musst die Sache ins Lot bringen. Das muss ich. Die Wattie Corp und die Dream Machine spielen eine große Rolle auf dieser Seite der Zwischenwelt. Ich muss herausfinden, was auf der anderen Seite passiert. Gibt es irgendwas, das ich hier tun kann? Wenn es das gibt, lasse ich es dich wissen. Im Moment brauche ich eine Dream Machine, die man nicht rückverfolgen oder von außerhalb abschalten kann. Sieht doch ziemlich nach Lagerhaus aus hier. Was ist das hier? Ah, guck mal, hier die alte Röhre. Genau. Ein Teil davon ist uralt, aber diese leuchtenden Röhren? Die sind neu. Ich frage mich, ob die was mit diesen Nichtlüftungsrohren oben zu tun haben. Nichtlüftung? Queenie hat mal sowas erwähnt. Irgendwas ist komisch an dem Ganzen. Ich fühle genau mich wie die Röhren da in Dings in die Parallelwelt. Wir sind bald da, komm. Wieso ist meine Haut... Meine Güte, ich löse mich auf. Zu Landens Warenlager geht's gleich durch die nächste Tür. Hier? Hier ist es. Warte, ich mach die Tür auf. Folge mir einfach, ich mach... Scheiße, das Ei! Geh weiter, ich lenke sie ab. Den Teufel tust du. Das hältst du keine Minute durch. Ich kümmere mich um die Sturmtruppen, du kümmerst dich um das Antimateriegerät und deine Dream Machine. Aber ich weiß nicht... Wir verplempern bloß Zeit. Du musst das tun. Such nach einer blauen Kiste mit den Buchstaben DEW drauf. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Schnapp dir eine Antimateriekammer, scanne sie, lade die Rückverfolgungsinfos von ihren Systemen und dann ab durch die Mitte. Aber öffne diese Tür nicht von deiner Seite aus. Warte auf mich. Wenn die Luft auf meiner Seite rein ist, mache ich dir wieder auf, okay? Ich weiß nicht. Schon klar. Okay, blaue Kiste, DEW. Viel Glück. Habe ich nicht nötig. Bis gleich dann. So, da sind wir hier. Sieht aus, als gäbe es hier eine Alarmanlage. Vermutlich, damit keiner sich Landens sauer verdiente Hehlerware unter den Nagel reißt. Muss ich da durch? Daran komme ich nicht vorbei. Sieht aus wie ein altes Modell, das außerhalb des Netzwerks operiert. Kann ich mit etwas anderes auslösen? Nee, kein Alarm, oder? Mr. Landon ist ein mitfühlender Mensch, Sozi. Er mag keinem wehtun, nur wenn er muss. Das schmerzt ihn, klar. Schmerzt ihn sehr. Aber auch Mitgefühl hat Grenzen und du überschreitest sie gerade. Du machst es uns allen bloß schwerer. Schau mal, Mr. Landon ist untröstlich. Er hat echt Tränen in den Augen. Das hier muss nicht sein, Sozi. Komm schon, mach's dir doch leichter. Gestehe, stirb mit Würde. Wer zum Teufel bist du? Was willst du hier? Das war so falsch. Blöder könnte er gar nicht stehen. Ich muss ihn da weglocken. Na komm, Sozi.
Mr. Landon wird ungehalten. Du würdest es nicht mögen, wenn Mr. Landon ungehalten wird. Dann ist er ganz aufgekratzt. Luda könnte er... Siehst du, was du angestellt hast? Willst du dir das wirklich immer wieder antun? Hier ist ein Durchgang. Aha, Scheißbot, ey Scheißbot. Ich brauche was zu scannen. Das ist Scheißbot. Was macht der denn hier? Scheißbot? Was machst du denn hier? Ich kenne niemanden mit diesem Namen. Sie haben dir die Festplatte gelöscht? Diese Monster. Naja, um ehrlich zu sein, ich kann verstehen, warum sie dir die Platte gelöscht haben. Aber trotzdem, schade drum. Du hattest eine Persönlichkeit. Hey, ich habe eine Persönlichkeit. Die alte hat mir besser gefallen. Und ich fasse es nicht, dass ich das gerade im Ernst gesagt habe. Er ist nicht aktiv. Wenn der Boss sie schnappt, wie sie hier rumschnüffeln, dann geht's aber ab. Ja, verstehe ich. Habe hier etwas. Hier auf jeden Fall die Rückverfolgung. Ja, da bekomme ich alle Augen für mich. Ich glaube, das ist weniger stark. Schleichbot. Backerbot. Kung-Fu-Bot. Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Nein? Na schön. Hat das wehgetan? Dann warte mal die nächste Runde ab. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen nicht kalt. Ihren Sparringspartner in der Kunst des Kung-Fu. Was sagst du? Hochgefahren. Grüße, Schüler. Wie darf ich euch heute dienen? Den einen Wachen ausschalten. Da Kung-Fu! Den da. Dann mal sehen, was du kannst. Komm schon, wo willst du hin? Mr. Landon wird sauer. Und Mr. Landon wird dir nicht gefallen, wenn er sauer ist. Das war knapp, Sir. Das war echt knapp. Da hast du aber Schwein gehabt. Rostkübel. Mr. Landon, wo willst du jetzt eigentlich hin? Höchstens mit Absicht. Haben wir mehr. Willst du jetzt Danke. Reden? Ist schon spät, alle sind müde. Bring wir es hinter uns, ja? Für alles, was sie zu transportieren haben, wird hochgefahren. Mr. Landon scheint dich zu mögen, Sozi. Gutes Zeichen, das war nicht. Schieben, komm zu jetzt, red endlich. Zu schleppen, kriegst du von mir eine oder sonst irgendwie und wir gehen A nach B zu befördern? Naja, du Spuckung natürlich. Sieh's aus, Boss. Meine Zeit ist kostbar. Die Dreamer haben sie auf der Seite des Warenlagers dort drüben. Ich muss irgendwie dahin, ohne dass mich einer sieht. Letzte Chance, und der Baby. Da vorbei. Was es machst du da, Bot? Wer hat dir erlaubt, sich vom Fleck zu rühren? Na schön. Was wäre... Hat das wehgetan? Dann warte mal die nächste Runde ab. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wo willst wir du machen dich kalt. Nein. Und Schluss mit Schmerz und Leid. Na, was sagst du? Großer Gott, vielleicht kann ich ein Schleichprogramm einsetzen.
willst du jetzt reden? Was kann ich für Sie tun? Ist schon spät, alle sind müde. Bring mir es hinter uns, ja? Schleichwort Persönlichkeitsmodul. Wird hochgefahren. Mr. Landon scheint dich zu mögen. Jede gewünschte Handlung durchzuführen, oder nicht? Komm jetzt, red endlich. Ich warte auf Ihren Befehl, Ma'am. Ich werde tun, was getan werden muss. Naja, du natürlich nicht. Kannst du mir die Kiste da holen? Ja, Ma'am. So, hört man den sehen? Nein, das Schleichmodul nicht. Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Nein? Na schön. Laufen. Hat das wehgetan? Dann warte mal die nächste Runde ab. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt und Schluss mit Schmerz und Leid. Na, was sagst du? Ich habe mein Bestes versucht, Ma'am, aber ich fürchte, ich verfüge nicht über die Kraft, die erforderlich wäre, um diese Kiste zu heben. Willst du jetzt reden? Die Kiste ist zu schwer und meine Energiereserven werden in das Tarnsystem geleitet. Tut es schon, aber die Woche ist ja beschäftigt jetzt. Mr. Landon scheint dich zu mögen, Sozi. Gutes Zeichen, oder nicht? Komm jetzt, red endlich. Dann kriegst du von mir eine Kugel in den Schädel und wir gehen alle nach Hause. Naja, du natürlich dann nicht. Hier? Persönlichkeitsmodul. DEW. Es sind so viele Kisten. Ich muss die richtige finden. Mila erwähnte in ihrer Nachricht einen Codenamen. Wie war er gleich wieder? Hinter uns, ja? Mr. Landon scheint dich zu mögen, Sozi. Gutes Zeichen, oder nicht? Oh, habe Panning. Komm jetzt, rede. Dann kriegst du von mir eine Kugel in den Schädel und wir gehen alle nach Hause. Ich hoffe so sehr, dass es das ist. Antimaterie-Kammer, jawohl, das habe ich schon. Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Nein? Na schön. Ich glaube, da komme ich nicht zu nah ran, wa? Hat das wehgetan? Dann warte mal die nächste Runde ab. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt. Scheißbot, hat man die Festplatte gelöscht und ihn neu formatiert. Was sagst du? Kannst du mir die Kiste da holen? Ja, Ma'am. Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Ich habe mein Bestes versucht, Ma'am, aber ich fürchte, ich verfüge nicht über die Kraft, die erforderlich wäre. Hat das wehgetan? Dann warte mal die nächste Runde ab. Zu schwer und meine oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt geleitet. Und Schluss mit Schmerz und Leid. Na, was sagst du? Hackerbot meldet sich zum Dienst, Boss. Kannst du mir diese Kiste bringen? Ja, gemacht, Boss. Und vorwärts. Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Nein? Na schön. Hat das wehgetan? Dann warte mal die nächste Runde ab. So. Kiste geliefert. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt und Schluss mit Schmerz und Leid. Na, was sagst du? Und jetzt noch die eine Antimaterie-Kammer verfolgen. Das ist es. Ich hoffe, um Nelas Willen. Ja, es ist eine Antimateriekammer. Das ist es. Und wo ist die Wattikop? Die wurden von der Wattikop hergestellt und Landon hat sie sich direkt ab Werk in China besorgt. Alles da, die gesamte Herstellungs- und Transportkette. Es ist genau wie Nela sagte. Diese arroganten Scheißkerle. Damit kriegen wir sie am Arsch. Antimaterie-Quittung perfekt. Was persönlich? Fänger.
Hangerbot? Asset Robotics präsentiert das Asset Drone Wurf und Fang Persönlichkeitsmodul. Konzipiert für gesundes Spiel. Wird hochgefahren. Bitte warten. Hey Champ, alles klar? Wollen wir eine Runde beispielen? Haben wir hier noch mehr Persönlichkeitsmodule? Nicht, wa? Nee. Ah. Es ist der Alarm. Wir haben einen Eindringling. Oh nein. Den Alarm muss die Dream Machine ausgelöst haben. Willst du jetzt reden? Ist schon spät. Alle sind müde. Bring mir es hinter uns, ja? Mr. Landon scheint dich zu mögen, so. Ich glaube, wir müssen Schleichwort nochmal. Komm, ich melde mich zum Dienst, Mann. Kriegst du von mir eine Kugel in den Schädel und wir gehen alle nach Hause. Tragen? Naja, du natürlich nicht. Kannst du... Wünschen Sie, dass ich den Detektor unbemerkt passiere? Nein. Ich weiß gar nicht, was ich dort wollte. Vergiss es. Willst du jetzt reden? Ist schon spät, alle sind müde. Bring es hinter uns, ja? Was ist, Champ? Wollen wir eine Runde beispielen? Mr. Landon scheint dich zu mögen, Sozi. Gutes Zeichen, oder nicht? Komm jetzt, red endlich. Dann kriegst du von mir eine Kugel in den Schädel und wir gehen alle nach Hause. Muss er jetzt so eins backen und dann den Alarm auslösen? Scheißbot, hat man die Festplatte gelöscht und die neu formatiert. Willst du jetzt reden? Schon spät, alle sind müde. Bring mir's hinter uns, ja? Mr. Landon scheint dich zu mögen, Sozi. Gutes Zeichen, oder nicht? Komm jetzt, red endlich. Dann kriegst du von mir eine Kugel in den Schädel und wir gehen alle nach Hause. Naja, du natürlich nicht. Hier gibt's nichts zu fangen, Champ! Die Bälle, die da geworfen werden. Scheißbot, hat man die Festplatte gelöscht und die neu formatiert. Wenn ich das von dieser Position aus versuche, ziehe ich ihre Aufmerksamkeit auf mich. Es wird nur schlimmer, je länger du durchhältst. Nein? Na schön. Hat das wehgetan? Dann warte mal die nächste Runde ab. Botti. Da kommt Botti. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen nicht kalt. Und Schluss mit Schmerz und Leid. Na? Spielen wir! Oh je. Geh aus dem Weg! Was zur Hölle macht denn der Bot? Beweg deinen glänzenden Arsch, Rostkübel! Perfekt. EMP, Dings, Golfball. Das ist ein Home Run, Champ! Nein, das Ding hat eine starke elektrische Ladung. Das fasse ich nicht an. Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Dagegen schmeißen. Verfluchte Scheiße. Das ist das dritte Mal diese Woche, dass wir ohne Saft dastehen. Mierda! Ich dachte, die Bullen hätten uns versprochen, dass man uns den Saft nicht mehr abdreht. Lee, schau mal nach dem Verteilerkasten. Ciao, du machst einen Komplettcheck und vergewisserst dich, dass wir keine ungebetenen Gäste haben. Menschenfrau! Scheißbot, du bist wieder da! Rein technisch bin ich nie woanders gewesen. Da will ich nicht widersprechen. Ich bin einfach bloß froh, deine Stimme zu hören. Wieso? Weil... Na, das ist eine gute Frage. Ich habe keine Antwort darauf. Sag, wie bist du... Ja, weit hier reden und da kommt dann jemand, Scheiße, der uns... da kommt jemand. Scheiße. Die werden mich finden. Ich kann helfen. Ich werde diese Menschen ablenken und für ihr weiteres Überleben sorgen. Bist du sicher? Danke, Scheißbot. Das ist lieb.
Vergessen Sie mich nicht! Ich glaube, das kennt ich gar nicht, auch wenn ich es versuchen würde. Oh, ein Glück. Ich war sicher, die hätten dich geschnappt. Hätten sie fast. Hast du alles bekommen? Jawohl, wir haben alles. Ich glaube schon. Das ist es, oder? Die Antimaterie? Das ist es. Aber sei vorsichtig, wenn das kaputt geht. Ja, vielen Dank. Mir ist schmerzlich bewusst, was passiert, wenn eine Antimateriebombe losgeht. Dieses Medikamentenpflaster und die Frisur habe ich mir nicht ausgesucht. Und wohin jetzt? Ins Inferno, zu Mira. Sie wird uns helfen, hoffe ich. Und beeilen wir uns lieber. Londons Männer suchen bestimmt nach uns. Komm mit, wir nehmen eine Abkürzung. Gut, nehmen die Abkürzung.